Willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Wir haben beim letzten Mal das Haus von Captain Seagull erreicht und es hat sich herausgestellt, dass das Rufus Vater ist. Und mit dem wollen wir weiter sprechen. Hey Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Der hat ganz offensichtlich ganz viel Interesse daran, seinen Sohn wiederzusehen. Den er wohl nicht mehr gesehen hat, seitdem er 8 ist, wenn ich das richtig verstanden habe bislang. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Okay, du hast deinen Namen geändert? Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Nein, nein. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Okay, wie redest du denn mit mir? Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja. Also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, bö. Okay, willst du denn gar nicht wissen, was ich in der Zeit alles erlebt habe? Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Ja, das muss man im Kontext sehen. Okay. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein, wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber. Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? Pff. So still plötzlich? Ich zähle noch. Er muss noch überschlagen. Muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Bu? Nicht Babsi Bu. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Gol. Moment mal. Ist das dein Ernst? Da staunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad, muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war, dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpy. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden Sie nur daran erinnern,
dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann, verstehst du? Okay. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach. Du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Okay. Ich erzähl's dir irgendwann. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Ja, ein sehr netter Vater. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Ja. Wegen des Dates? Wegen des Dates. Da noch irgendwas? Du druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservierst? Die Schnabeltiere. Wie du das... Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Hm. Okay. Nicht weglaufen, ich bin bald wieder da. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Gut. Ansonsten haben wir hier noch so eine schöne vertrocknete Pflanze. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Hm, sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält der sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Okay. Dann gucken wir uns hier nochmal das Bücherregal an. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Hast du auch keine Geheimtüren? Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Okay. Kann ich davon was mitnehmen oder betätigen? Hm. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Hast du da so ein Buch? Okay. Da oben ist was. Hier ziehen. Ah. Okay. Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Hm. Dann nimm doch mal mit. Was haben wir dann hier? Etwas, ein Flusensieb. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb. Können wir es mitnehmen? Jetzt raus und reinpacken.
Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Vielleicht einen Staubsauger dran halten? Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Okay. Dann schieb er mal wieder rein. Dann gehen wir hoch zum Ausguck. Eine Windhose. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Ist halt eine echte Windhose. Eine Hose, die im Wind sich bewindet. Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Haben wir irgendwas als Verlängerung? So? Ich würde locker rankommen, okay. Aber solange... Vielleicht muss ich irgendwann mit dem Haken dann später verbinden oder so. Haben wir das Rohr? Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Wir brauchen die Asche also von unten. Okay. Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Öse. Okay. Wie, ich kann kein Klavier spielen. Sauerei. Dann... was ist das da oben? Das war vorher nicht da. Okay. Möchtest du vielleicht... So was? Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Kerzen? Verdammt. Er braucht Kerzen. Ich lese es, ja. Und du hast Kerzen? Ja, aber ich... Na? Ich... Brauch sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Okay, und Wasser brauche ich auch. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche Wasser. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Na los, bedien dich. Gut, nehmen wir mal die Kerze, das Wasser, ich weiß nur noch nicht, was ich damit anstelle, aber naja. Da hat der Dichter halt noch weniger. So, gibt's hier vielleicht noch was? Oder ist noch ein Aquarium? Oder das Fenster kann ich auch angucken. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. Okay. So. Dann kriegen wir auch das Brot. So, jetzt müssen wir halt noch wissen, wie wir an die Asche kommen. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Jo, kriegen wir auch alles bei dem Dichter. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann.
Entschuldigung, Sir. Hm. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. weil er den Faden verloren hat, ja? Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Hat er noch irgendwas? Siehst du nicht, dass dein alter Mann... Nee. Nicht nee. Weglaufen. Ich bin... Vergiss den Sprung. Der zieht nicht... Okay. Da holen wir jetzt auch noch Faden. Und... Brot und Kohle. Damit der Dichter auch ja gar nichts mehr hat, ne? Post von Siegel! Oh, bitte nicht! Ich brauche Brot, also auch das Brot. Nur zu, es gehört dir! Und das hier habe ich auch noch? Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche den Faden? Tja, was auch sonst. Da geht der Faden. Und die Kohle brauche ich auch. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr. Außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Okay. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich darf alles nehmen. Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Ja, aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Also, ich finde, er hat schon legitim ausgelegt. Man sollte halt nicht so leichtfertig halt solche Dinge sagen, ne? So, hast du noch was? Nein? Okay. Klopf, klopf. Hm, du schon wieder? Er muss zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Okay. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Seagull braucht? Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Hm. Okay, ciao. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. So, dann gehen wir mal hoch. Weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir ihm den Faden geben. Aber auf jeden Fall können wir oben die Asche einpacken. Ken. Zu lange in eine Richtung gedrückt. Ich habe hier so ein Faden. Wollfaden. Schau mal, Paps. Himmel, Junge. Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Nein. Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle. Nö. So, dann packen wir mal die... Asche, das hier, in das Rohr. Aha, geht doch. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Hosenbein spannen? Damit? Wenn ich das Hosenbein, nein. Aber womit soll... Offenbar fehlt mir. Ich behalte das... Das, gar nicht, kann das, ich das muss nicht festgebunden werden. Oh. Ich mag das Gefühl, wenn es lose in der Hose hin und her klötert. Der Faden. Okay. Das habe ich mir bereits geangelt. Hm... Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Okay, also viele Dinge, also ich drücke hier die ganze Zeit Dreieck für kombinieren. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Viele Dinge Was kann ich... Was ist denn bloß los? Ich hatte Schraubenzieher als so nützlich in Erinnerung. Kann ich einfach nicht mit irgendwas kombinieren? Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen.
Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Ja. Ich finde doch immer den. Meistens steckt er in meiner Fingerkuppe. Da sind schon genug Krümel drauf. Ich sollte über eine Krümelschublade im Mantel nachdenken. Okay. Das verbinden mit dem. Jetzt geht's. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Ein Hakengedöns. Das ist ja toll. Ans Hakengedöns können wir vielleicht auch noch sowas dran packen? Das habe ich mir bereits geangelt. Okay. Kannst du die tollen vergammelten Pillen daran machen? Das habe ich mir bereits geangelt. Okay. Eine Gurke? Hierfür brauche ich keine Erkenntnis. Ich kann auch einfach versuchen, alles mit allem zu kombinieren. Mit Brot? Das habe ich mir bereits geangelt. Okay. Also wir könnten jetzt eventuell angeln gehen. Vielleicht. Möglicherweise. Oh, warte. Soll ich vielleicht hier noch die Blümchen tatsächlich gießen? Ha, so weit kommt's noch. Ja, also wirklich. Wie könnte ich auf so eine Idee kommen, dass Rufus Blumen gießt und so? Aber nun gut. Ich würde sagen, wie wir dann jetzt hiermit weitermachen, das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Chaos auf Deponia. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.